Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Freundinnen und Freunde, Lampedusa ist hier, nicht nur hinter mir, sondern Lampedusa ist tatsächlich in Deutschland angekommen. Und ich will jetzt keine Grundsatzrede halten, ich will euch nur ein paar Blitzlichter zeigen, was das eigentlich für die Menschen bedeutet und vor allen Dingen auch für eine Bezirksbürgermeisterin, die die Verantwortung für ein Camp auf dem Oranienplatz in Kreuzberg hat und auch mit dafür verantwortlich ist, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Lebensverhältnisse verbessern. Lampedusa bedeutet, Flüchtlinge, die über Lampedusa gekommen sind, das bedeutet, dass sie keine Rechte hier bei uns in der Bundesrepublik haben. Das hört sich sehr abstrakt an. Praktisch bedeutet es, dass mir als Bezirksbürgermeisterin die Hände gebunden sind, ihnen eine Unterkunft zu gewähren, ihnen Essen zu bezahlen und dafür Sorge zu tragen, dass sie im Winter tatsächlich nicht weiter auf dem Oranienplatz in ihren Zelten leben müssen, weil sie keinen rechtlichen Status haben. Und weil sie keinen rechtlichen Status haben, gibt es dafür keinerlei Möglichkeiten, finanzielle Mittel oder anderes zu organisieren. Das ist die bittere Realität von den Menschen hier bei uns in Berlin, aber auch von den Menschen in Hamburg und in anderen Städten der Bundesrepublik. Sie sind komplett rechtlos. Und somit können wir im Grunde nichts tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, was Dublin II betrifft, all unsere Möglichkeiten auf all unseren Ebenen, die wir als Grüne haben und all unsere Netzwerke und Kooperationspartner mit einbeziehen, dass sich dieses Gesetz verändert. Und ich will nicht weiterhin darüber mit dem Senat in Berlin, der übrigens sozialdemokratisch geführt wird, über Zuständigkeiten streiten müssen. Und ich möchte nicht weiterhin in der Zeitung lesen müssen, ein Sozialsenator in Berlin hat ein Angebot, was er gar nicht hat, damit er das Problem weg hat, damit er sich nicht kümmern muss, damit er es abstrakt sozusagen die Verantwortung abgeben kann. Die Versorgung von Flüchtlingen, gerade die über Lampedusa gekommen sind, ist eine gesamtgesellschaftliche und eine gesamtstädtische Aufgabe. Und für mich ist es völlig unbegreiflich, dass wir hier in Berlin und gerade von einem sozialdemokratischen geführten Senat zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie meinen, wenn sie die Flüchtlinge auf dem Oranienplatz oder auch lange am Pariser Platz nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie dann gar nicht da sind. Und deswegen ist es auch heute wichtig, dass ihr seht, dass die Menschen tatsächlich existieren. Sie sind nicht irgendwo im Fernsehen zu sehen, sondern sie sind hier bei uns in Kreuzberg und sie sind hier bei uns in der Bundesrepublik. Und was es für sie bedeutet, möchte ich gerne Bajir direkt das Wort geben, weil wir haben 8 Minuten für ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und ich sehe das an euren Augen und ich weiß auch, dass die Solidarität der Grünen sehr hoch ist und wenn wir hier keine so gut funktionierenden grünen Netzwerke in Berlin hätten und in Kreuzberg hätten, dann wäre die Situation der Menschen auf dem Oranienplatz noch wesentlich unerträglicher, als sie jetzt zurzeit schon ist und dafür möchte ich mich auch bei allen Grünen, die aktiv sind, sehr herzlich an dieser Stelle bedanken. Dankeschön. Thank you, ladies and gentlemen.
My name is Bashir Zakaria. I would like to use this opportunity to talk to the Europeans wherever in the world. Please, just one question, please, for you people sitting there, everybody, we are anywhere listening to me today. Please, a question. Please, we are human beings, please. Why? Why are you treating us like this? Since 3 years, no job, nowhere to sleep, be on the streets, denying us. What is our fault? It's a question. We come to your place. We need help. We are here because of we know you people will help us. We are running for problems. Since 2011, everybody knows. It's not what we feast, say, maybe. The world knows what's going on in Libya. All what we work for many years destroy our lives. Some of our people die. Our children lost their life. Still today, we are punishing in your home. Why, Europe? Why? Why? If we are animal, tell us we are animal. We live. But today, I don't know what to say. You reject us as human beings in the world. Why? All the day, all the times, we are punishing. You see, you can see, look, we are all young. No future. Thousands of us on the street. Why? No place to sleep, even in the cold. Since 2011, Italian threw us away. We'll be on the street. We have no job, we have no anything, please. Why? Our home is fire. We come to you. We are on fire too. We see you can help us. That is why we run to you. But today, still, the punishment even is more than what we are running for. I would not like to talk. I would not speak too much. Please and please, our people are dying in Oranem Plus. People are seeking. If not because of the mayors who give us where to stay. Really, we are going suffering, please. We need your support to change the system. Change the system. We are all human beings like you, everybody here. It's time we come together to change the system. The system is punishing us for what we don't know. My brothers, there is no any Gaddafi brothers here. But still, we are punishing for what we don't know. Be on the Europe continent since 3 years, no job, no home, no social, no, on the street day by day. What do you expect from our future? Do you expect us to be a criminal? But we always say no. That's why we gather ourselves to let you know we don't want to destroy your home. We don't come here to destroy our economy. We come here to, we are running for problems. That is why we are here today. We need your help. We need the help of Europeans, wherever they are. It's not in Deutschland alone. Everywhere we are scattered on the street. Since 2011, we are on the street. Italian pay some people money, throw them away. 500, 400, go and find your life. Still, no life. In behalf of my brothers and sisters, please, we need the help. We need the help, especially in Deutschland. We are everywhere. Please, we need the help. We are not here to destroy your home. Thank you. Thanks. Thank you.
liebe Leute, es ist uns ein Bedürfnis, Ausdruck zu geben, dass wir für diese Menschen hier sein wollen, dass wir mit diesen traurigen Schilderungen, mit diesen traurigen Bekenntnissen über die Realität in Deutschland, in Europa, dass wir eine Stimme für die Flüchtlinge sein wollen, dass wir die Stimme verstärken wollen, deutschlandweit, europaweit und auch für die Europawahl. Wie kann es sein, dass mitten in Europa solche Zustände existieren, Menschen derart behandelt werden, dass die Menschen, die hier zuständig sind, die Bezirksbürgermeisterin, sie hat es gerade geschildert, dass wir keine Möglichkeiten haben, einzugreifen, wenn es darum geht, Menschen, die in allergrößter Not zu uns kommen, zu handeln, dass wir keine Möglichkeiten haben, ihnen eine sichere Bleibe zu liefern. Das ist vollkommen inhuman. Hier müssen wir starke politische Kraft sein, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, das spricht für sich, das muss man nicht mehr kommentieren. Ich will nur eins sagen, die Europawahl wird über viele Themen gehen. Aber lasst sie uns auch zu einer Abstimmung über die Flüchtlingspolitik in Europa machen, über eine menschliche, über eine europäische und humane Flüchtlingspolitik.